Herr Walter, gibt es sie nun, die Kreditklemme, oder nicht? Sie gibt es noch nicht. Es könnte aber sein, dass dann, wenn noch ein paar Kredite ausfallen, was ich vermute im Jahre 2010, dass dann die Sorge von Banken so groß wird, dass sie auch in Fällen, wo es eigentlich ginge, wo also die geschäftliche Grundlage gut ist, möglicherweise zögerlich sind, Kredite herauszugeben. Im Moment ist es eher nachfragebedingt, dass die Kreditzunahme nicht mehr da ist. Nun ist der Leitzins historisch niedrig, der Zins, zu dem sich die Banken bei der EZB Geld leihen, bei 1%. Wie könnte man die Banken denn dazu bewegen, diese günstigen Konditionen auch an die Kunden weiterzugeben? Geben sie weiter, geben überall dort, wo die Sicherheiten groß genug sind, weiter. Hypothekenzinsen sind derzeit bei 4%, das gab es noch nie. Das ist wirklich günstige Finanzierung für Immobilien. Aber dort gibt es eben eine Sicherheit. Dort ist es möglich. Bei Krediten an Unternehmer, deren Geschäftsmodell unklar ist, da gibt es einen Risikoaufschlag und da muss man mehr zahlen. Wenn das die Banken nicht tun würden, würden sie leichtfertig mit Einlagen umgehen. Also man rechnet mit einer Kreditklemme und das allerdings zu Recht? In Zukunft ja. Ein Freund der klaren Worte sind Sie, als solcher kennen wir Sie. Sie waren einer der Ersten, der vor einem Jahr den drastischen Einbruch der deutschen Wirtschaft vorhergesagt haben, der dann auch tatsächlich kam. 2009 ist das Bruttoinlandsprodukt deutlich zurückgegangen, nach 10 Jahren, in denen es kontinuierlich aufwärts ging. Nun die entscheidende Frage, wie wird 2010? Ich sage mit allen anderen, es wird im nächsten Jahr nicht einen weiteren Rückgang des Sozialprodukts geben, sondern ein kleines Wachstum. 1-2% ist meine Schätzung für Deutschland und wohl auch für Europa. Und wie stabil ist dieser kleine Aufschwung? Er ist wackelig, denn er ist nach wie vor unter Drogen zustande gebracht durch niedrige Zinsen und durch eine kräftige finanzpolitische Stimulierung, die auch 2010 noch wirkt. 2011 gibt es das nicht mehr und dann müssen wir mal sehen, ob der Aufschwung trägt. Was ist die größte Gefahr für die Zukunft? Mutlosigkeit. Der Mangel an Bereitschaft, sich auf neue Situationen einzustellen, Chancen zu identifizieren, auch weiter am Horizont. Und für Deutsche den internationalen Markt zu entdecken, das wäre es, das würde uns retten können. Es gibt also einiges zu tun, beherzt ins Jahr 2010 zu gehen. Erstmal vielen Dank, Norbert Walter, bis hierher. Wir sprechen uns gleich noch einmal. Sie haben es gehört, meine Damen und Herren, selbst Norbert Walter, der sonst öfter als Pessimist bekannt ist, geht davon aus, dass bessere Zeiten vor uns liegen. Wie sehen Sie das? Das wollen wir in dieser Woche von Ihnen wissen. Wie optimistisch gehen Sie ins Jahr 2010? Schreiben Sie uns. Wir freuen uns auf Ihre Antworten. Füllen Sie unseren kleinen Fragebogen aus unter db-world.de/german/made in Germany. Zu gewinnen gibt es auch diesmal wieder unsere DVD mit den besten Reportagen über deutsche Familienunternehmen. Letzte Woche haben wir Sie gefragt, mit wem Sie zusammenleben. Antonio Zalewski aus Polen ist Student und teilt sich ein Zimmer mit 4 Kommilitonen. Entsprechend froh ist er, wenn er am Wochenende seine Familie besuchen kann. Vielen Dank für Ihre E-Mail. Von Norbert Walter wissen wir, dass, wenn er mal zu Hause ist, dass er dann mit seiner Frau zusammenlebt. Außerdem hat er eine Leidenschaft fürs Verkaufen. Das hat er hier in Made in Germany bewiesen, in unserer Serie Volkswirte ins Volk. Vor 4 Jahren haben wir Norbert Walter in Frankfurt auf den Markt geschickt, Obst und Gemüse verkaufen. Jetzt wird es anstrengend. Oh, jetzt muss ich glatt rechnen. Und verkaufen kann er, der Chefvolkswirt, Praxistest bestanden. Ein eher ungewöhnlicher Tag in Ihrer Karriere, Norbert Walter. 20 Jahre lang, fast 20 Jahre waren Sie Chefvolkswirt bei der Deutschen Bank. Das geht nun zu Ende zum Jahreswechsel. Was war das bemerkenswerteste Erlebnis, das Sie hatten in dieser Zeit? Das war die deutsche Einigung. Das hat mich und meine Kollegen am meisten aufgeregt und am meisten bewegt. Es war das schönste Erlebnis, die Gestaltungsmöglichkeiten im Zuge der deutschen Einigung. Was werden Sie vermissen? Ich werde vermissen, dass ich mit 80 Kollegen arbeiten konnte und dadurch einen richtig großen Hebel bedienen konnte. Aber jetzt mit einem kleinen Hebel, mit meinen beiden Töchtern. Und das wird zwar spannend, aber nicht gleich wirkungsvoll. Dann wünschen wir Ihnen viel Glück, viel Erfolg dabei und alles Gute. Vielen Dank, dass Sie da waren.